Ich arbeite sehr häufig mit dem Computer. E-Mails schreiben, Predigt vorbereiten, die Webseite gestalten, den Gottesdienstplan machen oder eine Einladung für einen besonderen Anlass kreieren. Etwas vom Allerbesten am Computer finde ich die Tastenkombination Ctrl und Z. Wenn man die beiden Tasten gleichzeitig drückt, macht das den letzt gemachten Arbeitsschritt rückgängig. Wenn ich also einen Textabschnitt gelöscht habe, den ich noch bräuchte, einfach Ctrl-Z drücken und zack, schon ist er wieder da. Oder wenn ich versehentlich eine E-Mail gelöscht habe oder einen Fehler gemacht habe mit dem Grafikprogramm, einfach Ctrl-Z drücken und schon ist das Malheur behoben. Ich brauche die Tastenkombination so häufig, dass ich sie manchmal sogar anwenden will, wenn ich nicht am Computer hocke. Kürzlich wollte ich im Gottesdienstsaal eine neue Sitzordnung ausprobieren und habe ganz viele Stühle umeinander verschoben. Aber es hat mich auch nicht wirklich überzeugt. Und so habe ich gedacht, ach, jetzt würde ich einfach am liebsten Ctrl-Z drücken und dann wäre die Stühle einfach wieder plupp in der ursprünglichen Ordnung. Leider gibt es Ctrl-Z halt nicht für das analoge Leben. Und so musste ich die Stühle wieder mühsam selber in die richtige Position verschieben. Im Leben von jedem Menschen gibt es ja auch Sachen, die wir gerne möchten, rückgängig machen. Der Einsatz zu viel, wo der Mann seiner Frau sagt und was er so verletzt hat. Oder der eine Abend, wo man so viel getrunken hat, dass man dann besoffen einen Unfall gebaut hat. Oder die eine Situation mit den Kindern, wo man sich einfach nicht mehr gespürt und nicht mehr im Griff hatte und so richtig zugeschlagen hat, was ihm dann so leid hat. Leider gibt es für das Leben keine Ctrl-Z-Taste. Wir können das, was wir gesagt, was wir gemacht haben, nicht mehr rückgängig machen. Wenn wir uns schuldig fühlen, lässt sich das Problem nicht lösen, dass man die Tat ungeschehen machen könnte, oder indem man so tut, als wäre gar nie irgendetwas passiert. Aber wir können darüber reden. Das ist das beste und wirkungsvollste Mittel, wenn uns ein Seich passiert ist. Viele Menschen, ich inklusive, wählen leider oft den Weg, dass man schweigt oder vertuscht oder verdrängt, wenn etwas Blödes passiert ist. Aber besser wird es nur, wenn wir anfangen reden. Ctrl-Z für das Leben gibt es leider nicht. Und so tun, als wäre nichts passiert, ist auch keine Lösung. Lasst uns doch darum mutig sein und das Gespräch suchen. Das braucht zuerst ein bisschen Überwindung. Aber dann fühlt man sich viel, viel besser.